Ja, moin und herzlich willkommen hier zu unserer dritten und letzten Folge vom Trainingslager-Magazin. Dafür haben wir nochmal unseren Cheftrainer Marcel Rapp hier zu Gast. Schön, dass du da bist. Und ja, ich frage gleich mal, wie ist so dein erstes Fazit hier vom Trainingslager jetzt nach diesen 8 Tagen? Ja, man muss sagen, ist alles so eingetroffen, wie wir es uns auch erwünscht haben. Wir hatten einen Top-Trainingsplatz, wir hatten ein super Hotel, klein, familiär, haben uns jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Essen war hervorragend und ich glaube, wir konnten unter dem Setting hervorragend trainieren, hatten gute Spiele. Und von dem her sind wir auch verletzungsfrei geblieben. Das ist auch, glaube ich, ein Aspekt, wo man erwähnen muss. Ja. Und deswegen fahren wir mit einem guten Gefühl auch wieder nach Hause. Du sagst schon, Top-Trainingsplatz. Wie gefiel euch so die Anlage? Was war denn da so der Rasen? War der gut? Und auch sonst so die Bedingungen da am Platz? War das gut? Ja, wir sind ja schon sehr verwöhnt in Kiel mit unserem Rasen. Ja. Und auch zu Recht, ne? Top-Bedingungen. Wenn man dann woanders das hinfährt, ist ja immer so ein bisschen die Angst im Hintergrund. Ja, es ist einfach viel schlechter wie zu Hause. Aber die haben sich, glaube ich, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Haben da auch immer auch gesprengelt, wenn wir es gewollt haben. Wir hatten einen super Empfang beim ersten Training. Und ich glaube, so hat sich es da durchgezogen im ganzen Trainingslager. Der Rasen war top, da konnte man super spielen drauf. Und ja, gute Grundlage für ein gutes Training. Damit ihr euch selbst auch mal davon überzeugen könnt, wie so die Bedingungen an der Trainingsanlage waren, schalten wir mal wieder zu unserem Außenreporter, Teammanager Basti. Nimmt euch mit auf eine kleine Führung um die Trainingsanlage. Hello again, da sind wir wieder und nach kurzer Fahrt vom Hotel zeige ich euch einmal den Trainingsplatz, wo dann die harte Arbeit beginnt. Und die Jungs, die sind gerade schon dabei, die zweite Trainingseinheit steht heute an und ja, ich zeige euch mal, wie es hier ungefähr aussieht. Hier sind wir also, der heilige Rasen und die Bedingungen sind optimal. Vielleicht nicht ganz so gut wie bei uns in Kiel, aber trotzdem gut genug, dass man hier gut arbeiten kann. Wir haben jeweils 3 Bewässerungsanlagen hier vorne, in der Mitte und hinten, dass der Platz regelmäßig gewässert werden kann. Greenkeeping ist regelmäßig hier, damit gemäht werden kann, gewalzt werden kann, der Platz nachbearbeitet werden kann und gedüngt werden kann. Das passiert auch tatsächlich nach jedem Training und vor jedem Training und dementsprechend gibt es hier noch keine Beschwerden, was das Greenkeeping angeht. Und ihr seht ja selbst, in was für einer Verfassung der Platz ist. Allerdings wird nicht nur hier auf dem Platz hart gearbeitet, sondern wir haben natürlich auch einen Athletikbereich, den wir uns selber so ein bisschen zusammengebaut haben. Und da gehen wir jetzt mal hin, den zeige ich euch. So, und hier sind wir angekommen. Hier im Hintergrund sieht man den Athletikraum, fein säuberlich aufgeräumt nach jeder Einheit von unseren Athletiktrainern, damit es hier auch gut vorbereitet ist. Wir haben verschiedenste Gewichte dabei, wir haben alles, was die Jungs brauchen zur Regeneration, zur Aktivierung. Vor dem Training, nach dem Training und natürlich eine Physiobank, damit die Jungs hier auch eingestellt werden können von unseren Physios. Dann noch 2 Spinningräder, wo der Timo gerade drauf sitzt und seine Reha-Einheit absolviert. Von hier oben hat man außerdem einen wunderschönen Ausblick auf den Trainingsplatz. Also stehen wir gerne hier oben im Schatten. Bei den 38 Grad ist das auch notwendig und können die Jungs von hier oben beobachten. Ja, also ich glaube, da kriegt man direkt das Gefühl, das sind wirklich richtig gute Bedingungen, Top-Platz und eine richtig schöne Anlage. Wenn wir dann den Platz jetzt kennen, worauf habt ihr dann so auf dem Platz den Fokus gelegt? Also was waren so die Inhalte, die ihr in dieser Woche trainiert habt? Ja, es geht ja immer darum, so die neuen Spieler ein bisschen zu integrieren, noch mehr. Und da geht es halt peu à peu immer mehr ins Detail. Hier war einfach die Fortsetzung mit dem, was wir in Kiel angefangen haben. So, was heißt mit dem Ball, welche Position finde ich, welche Räume ziehe ich frei für meinen Mitspieler, wie kreieren wir Chancen und natürlich auch das Thema irgendwie gegen den Ball, welche Struktur nehmen wir beim Anlaufen, wie verteidigen wir dann zum Schluss in der Endkonsequenz unser Tor, unsere Box. Und da sind wir hier auch wieder deutlich einen Schritt weiter gekommen. Hat Spaß gemacht mit den Jungs, aber ja, es gibt noch viel zu tun trotzdem. Das ist ja immer so. Stichwort neue Spieler, wie haben sich die neuen Jungs so integriert? Bist du da schon zufrieden? Ja, also grundsätzlich geht es ja darum, wie gehen wir mit den neuen Spielern um, aber genauso wie integrieren sich die neuen Spieler, was tun sie dafür? Und da sehe ich dann schon ein Zusammenwachsen. Die Jungs, wenn die am Essenstisch sind, dann haben sie immer ein Gesprächsthema. Ich sehe die immer mit dem Lachen vom Tisch aufstehen und auf dem Spielfeld dann, wo es ja auch darum geht. Ist es dann schon so, dass sie sehr interessiert sind, dass sie nachfragen, dass man auch immer wieder so in Gruppen sieht mit den Anführungszeichen neuen und älteren Spielern. Und es ist einfach ein Austausch da und ich glaube, das ist die Basis, dass wir erfolgreich dann zusammenarbeiten. Dann blicken wir nochmal zusammen aufs Spielfeld und schauen mal, wie die Jungs jetzt in den letzten Tagen noch so trainiert haben. Thank you.
Ja, also auf dem Rasen wurde fleißig und intensiv trainiert. Mit dabei war in dieser Woche auch ein Spieler, der eigentlich verletzt ist und noch ein wenig ausfallen wird, Timo Becker. Marcel, wie kommt es, dass er mitgefahren ist? Eigentlich bleiben ja verletzte Spieler für gewöhnlich zu Hause und arbeiten da an der Reha. Ja, man sieht einfach da den Stellenwert, was Timo hat, auch in der Gruppe. Ich glaube, der Timo ist ein lustiger Kerl, der trotzdem weiß, wie Profifußball läuft und der in der Saison ein ganz wichtiger Spieler ist für uns, sowohl auf dem Platz, aber auch in der Integration von den Neuen. Ich glaube, der Timo hat da seinen Teil dazu beigetragen, aber nichtsdestotrotz steht die Reha im Vordergrund und er hatte hier gute Bedingungen, das wusste man im Vorfeld. Arzt war dabei, Physios waren dabei, von dem her wurde er rundum versorgt. Das war uns mit Abstand das Wichtigste, dass er einfach schnell zurückkommt, aber den anderen Part, dass er einfach integrativ wirkt, ist natürlich bei Timo Becker auch immer gegeben. Ja, wir haben Timo über die Woche hinweg mal ein wenig begleitet und ihn auch selbst mal gefragt, wie er die Woche hier in Österreich so erlebt hat. Ja, da muss ich mich bedanken bei der medizinischen Abteilung, die da natürlich schnell nach meiner Verletzung sich zusammengesetzt hat und gesagt hat, der beste Weg ist, glaube ich, wenn ich mitkomme. Ich glaube, weil wenn ich zu Hause wäre, dann würde ich nur den Fuß hochlegen und nichts machen. Hier habe ich die beste Unterstützung von allen, Ärzte, Physios etc. Und natürlich die Jungs noch nebenbei, die natürlich auch sehr zur Heilung dabei helfen, weil ich natürlich auch meine Jungs brauche, damit ich mal irgendwann wieder fit werde. Der Tag hier von mir sieht echt gut aus. Jeden Morgen muss ich hier ins Wasser, Aquajogging. Ich glaube, da hat man schon ein paar Bilder gesehen von mir. Sieht immer nach Spaß aus, ist kein Spaß, ist wirklich harte Arbeit. Ja, wer mich kennt, weiß, ich will so schnell wie möglich wieder auf dem Platz. Hier hinter mir sieht man vielleicht die Jungs, die haben es schön. Die dürfen bei der Hitze trainieren. Die würden jetzt anders sagen, wenn die jetzt hier vorstehen würden, würden die, glaube ich, sagen, ach nee, bloß kein Training. Aber da sieht man mal zwei Gesichter. Ja, es ist auf jeden Fall, macht es mir trotzdem Spaß hier. Ich bin auf einem richtig guten Weg. Mein Fuß heilt von Tag zu Tag. Das gute Essen hier bringt mich sehr weit nach vorne. Viel Gesundes dabei, aber auch mal ein bisschen Ungesundes. Gefällt mir super. Der Nachtisch ist top. Ja, und hier mit den Menschen zusammen zu sein, alle, also ganz Holstein, alle, die hier sind, da sind ja einige Leute, Mediateam und alles. Ist immer schön, jeden Morgen die zu sehen und man hat hier sehr viel Spaß. Und das ist mein Eindruck aus dem Trainingslager. Ja, also auch Timo hatte hier eine erfolgreiche Trainingswoche und ist seinem Comeback ein kleines Stückchen näher gekommen. Dann stand ja am Samstag noch ein XXL-Testspiel an. Über 135 Minuten ging es gegen den österreichischen Erstligisten Austria Lustenau. 6:1 am Ende das Ergebnis, was aber wahrscheinlich in der Vorbereitung nicht so viel aussagt, oder? Ja, das Ergebnis würde ich jetzt gar nicht überbewerten. Ich glaube, es ging eher darum, so das Spiel anzunehmen. 35 Grad, prallende Hitze, anstrengendes Trainingslager in den Knochen. Und dann hat man einfach gesehen, die Jungs haben Lust, zusammen Fußball zu spielen, haben Lust, die Dinge auch wieder umzusetzen, die wir angesprochen haben. Dann kam so ein Ergebnis raus, das ist sehr erfreulich, wie gesagt, ohne das überbewerten zu wollen. Anschließend hatten noch manche eine Laufeinheit, sodass sie da wirklich alle am Anschlag waren. Ja. Und wir dann mit einem sehr guten Gefühl wieder heimgefahren sind. Wie kam es, dass ihr 135 Minuten gespielt habt? Sollten da jetzt schon mal die ersten Spieler auch so an die Liga-Spielzeiten gewöhnt werden, dass die nicht nur 45 Minuten spielen, sondern auch so in Richtung 90 Minuten langsam kommen? Ja, mittlerweile hat man das ja im Profifußball auch, dass man einfach länger wie 90 Minuten spielt, weil man einfach so viele Spieler zur Verfügung hat. Und es wäre einfach schade, wenn jetzt jeder immer nur eine Halbzeit spielen könnte oder manche vielleicht sogar gar nicht. Von dem her, glaube ich, ist das eine Win-Win-Situation für beide Teams und mittlerweile auch gang und gäbe. Und wir nutzen das auch, dass wir einfach genug Spielzeit haben, dass wir das immer Stück für Stück steigern können. Und deswegen kamen dann die 3x45 Minuten zustande.
Bevor wir uns jetzt gleich das ein oder andere Tor nochmal anschauen, was sagst du so zu den offensiven Spielzügen? Da hat schon eigentlich ganz gut was geklappt und so die Tore waren auch schön rausgespielt, ne? Ja, ich glaube als Trainer, man freut sich immer über Tore, aber als Trainer, ich besonders freue mich einfach über Tore, wenn ich so das Gefühl habe, wir spielen dann eine Idee Fußball und das Tor ist nicht irgendwie Zufall, sondern das ist irgendwie daraus entstanden, was man den Jungs mitgegeben haben, was wir da trainiert haben. Und da haben wir, glaube ich, einige Tore gemacht und nichtsdestotrotz wird es auch immer wieder Tore geben über individuelle Qualität. Da freue ich mich genauso drüber, aber für das bin ich ja auch Trainer, dass wir auch andere Tore schießen. Dann werfen wir mal zusammen nochmal einen Blick auf ein paar Bilder vom Testspiel und das ein oder andere Tor ist auch dabei, unter anderem das erste Tor von unserem Neuzugang Shuto Machino. Ja, Colin Kleine-Bekel, heute ein 6:1 Erfolg über 135 Minuten im letzten Testspiel des Trainingslagers gegen den SC Austria Lustenau. Wie lautet heute dein Fazit zum Spiel? Ich glaube, wir können alle sehr zufrieden sein nach der Hitzeleistung heute. Das war nochmal ein krönender Abschluss. War zwischendurch echt zäh, aber ich glaube, das haben wir am Ende auch verdient gewonnen. Ihr hattet jetzt eine sehr intensive Trainingswoche hinter euch. Du hast die Temperaturen heute schon angesprochen. Es war extrem heiß, bis zu 34 Grad. Ging das heute nochmal richtig an die Kräfte? Aber ich glaube, wir hatten auch viel Lust drauf. Also auf jeden Fall. Ich glaube, jeder ist heute an sein Maximum gegangen, aber darauf waren wir vorbereitet und war ein schöner Abschluss auf jeden Fall. Du hast jetzt in den 5 Vorbereitungsspielen 4-mal in der Startelf gestanden, kamst auch heute nochmal über 90 Minuten zu einem Einsatz. Wie zufrieden bist du mit deiner persönlichen Vorbereitung bis hierhin? Ich glaube, ein abschließendes Fazit habe ich noch gar nicht gezogen, aber ich weiß auch nicht, wie viel es bedeutet, in der Startelf zu stehen. Ich glaube, in der Vorbereitung hat das noch nicht so großen Stellenwert, aber ich gehe von Spiel zu Spiel und bin happy und nehme alles mit und bin froh, fit zu sein und alles mitzunehmen und saug hier alles auf. Du hast heute 90 Minuten lang neben Kalle Johansson in der Innenverteidigung gespielt. Wie lief da so die Abstimmung? Sein Deutsch wird besser, aber ich glaube, wir reden auch sehr viel auf Englisch. Aber da baut sich langsam was auf, glaube ich. Da mit dem spiele ich gerne zusammen. Alles klar, dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Abschluss des Trainingslagers und dann eine gute Heimfahrt. Vielen Dank. Ja, das Testspiel war noch nicht ganz der Abschluss des Trainingslagers. Am Sonntag, einen Tag nach dem Spiel, gab es nochmal eine ganz besondere Einheit. Worum ging es da, Marcel? Ja, zum einen ging es darum, dass wir das Team weiter formen. Das ist uns auch wichtig. Das war ja auch ein Grund, warum wir dann auch so lange ins Trainingslager gehen. Zum anderen geht es darum, auch gerade in der zweiten Liga wieder den Übertrag zu finden, wenn die Saison losgeht. Gegen Widerstände angehen, auch mal über die Grenzen gehen. Das schaffen wir zum einen mit dem Training auf dem Platz. Wir versuchen schon ganz, ganz viel über Fußball abzubilden. Aber zum Schluss geht es halt auch mal so, dass der Kopf mitspielen muss. Und da haben wir heute uns was Besonderes einfallen lassen. Start war der Trainingsplatz, das Ende war der See. Jetzt so nichts Besonderes, aber das waren dann dazwischen lang über 14 Kilometer, wo die Jungs noch 1, 2, 3 Aufgaben haben erledigen müssen, wo sie als Gruppe da auch zusammen machen haben müssen. Ich glaube, die Jungs sind absolut an ihre Grenzen gekommen, die Jungs haben super durchgezogen und haben sich jetzt den Hüttennamen mehr als verdient. Ja, ich kann bestätigen, dass das sehr intensiv war heute. Wir als Medienabteilung haben so ein, zwei Kilometer vielleicht mal mit dem Fahrrad mitgemacht und da hat man gemerkt, man kommt echt richtig schnell ins Schwitzen. Und ja, die Jungs haben super durchgezogen, haben tolles Tempo drauf gehabt. Also da kamen wir selbst mit dem Fahrrad kaum hinterher. Und ja, wir zeigen jetzt nochmal ein paar Bilder von dieser besonderen Teambuilding-Einheit am Sonntag, dem ja eigentlich letzten Tag, bevor es morgen wieder zurückgeht. Erste Aufgabe findet gleich hier auf der
dem Platz statt. In Kreisform werdet ihr euch aufstellen und gemeinsam jeder 40 Burpees absolvieren. Eins, zwei, ja, das war's, würde ich sagen. Wir sind am Ende des Trainingslagers angekommen. Hast du noch ein paar Worte an unsere Fans daheim in Kiel? Ja, die Holstein-Fans, wir bereiten uns hier vor auf eine spannende Saison und freuen uns, euch im Stadion begrüßen zu können und dann mit euch auch die Siege zu feiern. Von hier aus nochmal Kiel Ahoi. Das nehmen wir so mit, halten wir so fest. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen, hoffen, dass ihr ja, so einen kleinen Eindruck hier gewonnen habt, wie wir hier gearbeitet haben und freuen uns schon darauf, euch bald in Kiel wiederzusehen. In diesem Sinne, Kiel Ahoi und bis bald.